Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zur Vorstellung der PlayStation Plus-Titel im Oktober 2018. In diesem ersten Fall, bei diesem ersten Spiel, mache ich es mir mal ein bisschen einfach, denn ich habe vor ein paar Monaten schon mal eine Review zu diesem Spiel gemacht und natürlich auch ein entsprechendes Video. Und um es mir dazu vereinfachen, verwurste ich dieses Video einfach noch ein zweites Mal, denn im Grunde würde ich euch jetzt genau das gleiche sagen wie in diesem Video, was schon existiert. Deswegen gibt es jetzt hier die Zweitverwurstung. Ich zeige euch jetzt ein Match in Laser League, das wird leider reichen müssen, um euch zumindest so ein bisschen ein erstes Gefühl von dem Spiel zu vermitteln und ein bisschen was zeigen zu können. Denn in der Tat ist es bei dem Spiel so, vor allem was die taktische Tiefe angeht, bietet das Spiel so unglaublich viele Kombinationen, Variationen und Möglichkeiten, dass, wenn man hier auf alles eingehen wollen würde, man locker einen kompletten Abend füllen könnte. Und von daher muss ich es hier ein bisschen einschränken und euch das zeigen, was sich in dieser kurzen Zeit zeigen lässt, so etwa 10 Minuten. Und das ist leider nicht sehr viel. Wer ein bisschen mehr wissen will zu diesem Spiel, der findet natürlich den Artikel unten in der Beschreibung verlinkt. Da gehe ich auch nochmal auf ein paar andere Sachen ein, die für das Spiel wichtig sind. Ja, und mehr kann ich jetzt an dieser Stelle so jetzt gar nicht sagen. Entscheidend ist auf jeden Fall für Laser League, dass ihr gerade schon mal seht, es ist schnell. Es wirkt vielleicht im ersten Moment sogar ein kleines bisschen hektisch, aber das ist ein sehr wichtiger Teil des Spielprinzips. Denn entscheidend ist bei diesem Spiel, wie gut haltet ihr die Kontrolle in eben diesen hektisch wirkenden Match. Wie gut behaltet ihr die Kontrolle? Ah, fuck. Wie gut kommt ihr in diesem etwas chaotischen Lichtshow-Wirrwarr hier zurecht? Das ist so ein bisschen das, was das Spiel ausmacht. Hier hängt wahnsinnig viel von eurer Auffassungsgabe ab. Es hängt wahnsinnig viel von, vor allem auch von eurem taktischen Denken ab und von eurem taktischen Vorgehen. Denn das ist ein ganz zentraler und ganz wichtiger Punkt in diesem Spiel. Mit welcher Taktik geht man hier voran und wie nutzt man die Möglichkeiten, die einem das Spielfeld in diesem Moment bietet, am besten taktisch und strategisch aus. Dazu kommt natürlich, was für eine Klasse habt ihr ausgewählt, denn ihr könnt unterschiedliche Klassen auswählen in diesem Spiel und welche sogenannten Modifikatoren sind für die Klasse ausgewählt. Das heißt, ihr könnt nicht nur die Klasse auswählen, sondern ihr könnt für eure Klasse auch Modifikatoren einstellen, die dann auch nochmal eure Fähigkeiten ein kleines bisschen beeinflussen. Ihr könnt zum Beispiel, so wie ich es gemacht habe, die Blade-Klasse auswählen. Ich habe so eine große Lichtklinge, mit der ich einen tödlichen Schlag ausführen kann. Und zusätzlich dazu habe ich die Jägerfähigkeit, die sorgt dafür, dass eben diese Fähigkeit, dieser Schlag, den ich ausführen kann, sich etwas schneller im Spiel auflädt. Und ihr seht gerade schon, es ist ein bisschen hektisch und es ist viel los auf dem Bildschirm. Und eben das meinte ich mit, die beste Auffassungsgabe haben, die werden hier wahrscheinlich am ehesten zurechtkommen. Ich bin da jetzt nicht ganz so talentiert in diesem Punkt. Aber es funktioniert dann doch eigentlich relativ gut. Wobei es auch ein bisschen darauf ankommt, in welcher Arena ihr kämpft. Jede Arena wird beim Online-Spiel in einer fest vorgeschriebenen Rotation immer neu gewählt. Das heißt, ihr habt jedes Mal in jedem Match eine andere Arena, das heißt diese Lichtschranken, die ihr hier seht, die laufen auch immer nach einem anderen Muster ab und es sind immer andere Varianten. Das beeinflusst natürlich auch wahnsinnig das Spiel und das kann passieren, dass ihr in einem Online-Match total dominiert und im nächsten Online-Match geht ihr dann total unter. Die eine Arena liegt euch halt vielleicht mehr, die andere ein bisschen weniger. Und dadurch kann jedes Match völlig anders ablaufen als das davor. Und kein Match läuft ab wie das andere. Also, boah, jetzt hat er mich da oben nämlich betäubt. Ich habe mich eben selbst gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ja, jetzt haben sie uns. Also, ihr seht, es ist hier wahnsinnig viel los auf dem Bildschirm. Es ist wahnsinnig hektisch im ersten Moment und da drin die Übersicht zu behalten und die Kontrolle zu behalten. Das kann schon sehr herausfordernd sein.
Und von daher ist das Spiel vor allem was für Leute, die so eine gewisse sportliche, aber auch taktische Herausforderung suchen. Für die ist das genau das Richtige. Ach, scheiße. So, ich muss mich hier tatsächlich wahnsinnig konzentrieren, deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen, wie ich vielleicht gerade sagen würde, wenn ich mich nicht so konzentrieren müsste. Ah, hab dich. Sehr schön. Hab dich. So. Ah, diesmal läuft es ein kleines bisschen besser als in den Runden hier vor. Und diesmal haben wir es tatsächlich geschafft, endlich auch mal einen Punkt zu holen. Die Matches laufen dabei in 3 Sätzen ab. Das heißt, ähnlich wie beim Tennis, ihr habt 3 Sätze. In jedem Satz gibt es bis zu 5 Runden. Das erste Team, das 3 Runden gewinnt, gewinnt den Satz. Und das erste Team, das 2 Sätze gewinnt, gewinnt das gesamte Match. Und so läuft im Grunde jedes Match ab. Verfehlt. Und wie gesagt, sehr entscheidend ist eben dafür, wie das Match auch abläuft, die Teamzusammensetzung, welche Klasse hat welches Teammitglied, die Kombinationen der Fähigkeiten. Es hängt stark davon ab, welche Arena ihr spielt und ob ihr vielleicht mit der Arena besser klarkommt als vielleicht mit einer anderen. Und von daher, ja, von daher die Vielfalt, die dieses Spiel alleine schon durch diese vielen Möglichkeiten und Kombinationen bietet, die ist echt beeindruckend. Und da kann ich nur sagen, bei einem so einfachen Spielprinzip, was es ja im Grunde ist, eine so große taktische und strategische Tiefe einzubringen, Chapeau, da kann man den Hut vorziehen. Ah, fuck, verfehlt. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So, das Ganze ist jetzt hier in dem Moment, oder in diesem Fall, wo ich es spiele, ein Online-Spiel. Allerdings mit und gegen die KI, denn momentan ist online noch ein bisschen wenig los. Wenn bei einer Matchsuche online dann allerdings keine oder zu wenig Spieler zusammenkommen, dann wird das Ganze immer mit KI-Charakteren aufgefüllt, sodass ihr dennoch online spielen könnt. Und das ist auch wichtig, denn nur im Online-Modus bekommt ihr auch Erfahrungspunkte, die ihr braucht, um im Level zu steigen, um weitere Dinge freizuschalten, wie zum Beispiel Outfits und so weiter. All das funktioniert nur im Online-Modus. Im lokalen Modus, also im Offline-Modus gegen Freunde oder gegen die KI, da ist das nicht möglich. Da bekommt ihr keine Erfahrungspunkte oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt, das kann man im Grunde eigentlich nur als so eine Art Trainingsmodus sehen, wenn man offline spielt. Es gibt zwar auch ein Tutorial, das würde ich euch auch wärmstens empfehlen, denn im Tutorial wird euch tatsächlich wirklich das Wichtigste erstmal beigebracht, damit ihr überhaupt erstmal in den Matches einen Stich seht. Denn ansonsten so einfach in ein Online-Match springen, das wird die meisten, vor allem wenn sie solche Genres nicht kennen, wahrscheinlich eher so ein bisschen überfordern, denn es ist, prasselt wirklich wahnsinnig viel auf euch ein. Und je nach Karte und je nach Gegner kann das schon echt ein bisschen überfordernd sein im ersten Moment. Okay. Boah, Schwein gehabt, dass er mich noch wiederbelebt hat. Ui, das war knapp. Oh, ich muss ihn wiederbeleben. Oh oh. Steh auf. Boah, das war knapp. Ja, ich glaube, jetzt hat er mich so ein kleines bisschen. Jetzt hat er mich so ein kleines bisschen in der Zange. Weil ich komme nicht zu meinem Teammitglied. Um es vernünftig wiederzubeleben. Der hat da unten den Bereich sehr gut verteidigt. Und das ist eben auch so ein Ding, was ich meine mit taktischer und strategischer Tiefe. Das Gebiet, in dem der Gegner irgendwie liegt, verteidigen, damit der andere ihn nicht wiederbeleben kann. Das kann zum Beispiel ein Schlüssel zum Erfolg sein. Und
eben über Sieg oder Niederlage entscheiden. In dem Fall war es halt die Niederlage. Okay, einer. Jawohl, wir haben das Ding wieder zumindest aufgeholt. Und da das hier die letzte Runde ist von drei, oder der letzte Satz, hängt jetzt alles an dieser einen Runde. Fuck, nein. Jetzt hat er mich da oben. Mist. Komm, Keule, komm hoch da und beleb mich wieder. So, das hat endlich mal geklappt. So, laden wir auf und... Ah, scheiße, ich habe gedacht, jetzt kommt er den Schritt dichter. Okay, also es können hier tatsächlich echt spannende Matches zusammenkommen. Mist. Vor allem online. Oh, und da war es das. Ach nee, doch nicht. Ja, beleb mich wieder, Keule, was machst du da? Kurz nach einer Wiederbelebung, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ist man für einen kurzen Moment unverwundbar. Das kann einem auch schon mal so ein bisschen den Hals retten. Oh, in diesem Fall hat es nicht ganz geklappt. Jawohl, Ausgleich. So, jetzt, das ist jetzt der Matchpoint. Das Match ist tatsächlich mal ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt von Spielprinzip bis hierhin so richtig erfassen konntet. Aber ich hoffe mal, dass so ein kleines bisschen klar geworden ist, wie das Ganze funktioniert. Das ist jetzt hier eben nur diese eine Karte. Es gibt diverse weitere Karten, die halt wie gesagt im Online-Modus immer rotieren. Nach einer festen Vorgabe. Das wird wöchentlich immer geändert und da haben wir den Sieg. Wunderbar, das hat tatsächlich dann doch noch funktioniert. Ich dachte schon, das Match ist verloren, aber wir haben es geschafft. Jetzt zum Abschluss des Matches gibt es nochmal so eine Abschlusskarte, beziehungsweise so eine Abschlusstafel, in der dann Erfahrungspunkte verteilt wird, MVP wird gewählt und so weiter. Und ihr könnt natürlich auch für ein Rematch dann abstimmen. Das hier sind immer so kleine Herausforderungen, die ihr schaffen müsst, um, wenn ihr alle drei geschafft habt, im Prestige-Level zu steigen. Okay, hier sind jetzt meine Erfahrungspunkte und damit schaltet ihr dann immer solche kleinen Sachen frei wie Emotes oder auch Outfits oder eben auch Laservarianten und so weiter. Zeige ich euch jetzt auch gleich einmal. Ich gehe einmal aus der Lobby raus und zeige euch mal so ein bisschen, was das Menü zu bieten hat. Ihr könnt online 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 aktuell spielen. Was da noch an Modi dazukommen wird, das wissen wir aktuell nicht. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt vielleicht noch ein 4 gegen 4 Modus kommt. Den könnt ihr zum Beispiel offline so spielen oder eben zum Beispiel auch 1 gegen 2, 3 gegen 4, was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Hier im lokalen Match, also im Offline-Match, könnt ihr frei wählen, in welcher Arena ihr spielen wollt und auf welcher Karte bzw. auf welchem Laserschranken-Modus, nenne ich es jetzt einfach mal, ihr spielen wollt. Da könnt ihr das Ganze ein bisschen üben, um halt auch eure Taktik zum Beispiel für Online-Spiele so ein kleines bisschen zu üben. Unter Anpassen könnt ihr dann kleine Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel jetzt ein neues Outfit. Ich habe jetzt hier sowas ähnliches, ich würde das mal ein Beduinen-Outfit nennen, oder ihr könnt ein bisschen futuristischer machen mit irgendwelchen Prothesen und so weiter. Das müsst ihr natürlich alles stückchenweise freischalten. Hier Emojis, das Porträt zum Beispiel entscheidet darüber, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Charakter spielt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man machen kann, die aber keinen Einfluss auf das Spiel selbst haben. Unter Profil könnt ihr dann eure Statistik so ein bisschen einsehen und dabei ist es eben wie gesagt so, dass nur Online-Matches die Statistik beeinflussen. Offline-Matches beeinflussen in keinem Moment die Statistiken. Zumindest aktuell. Wenn da später nochmal irgendwelche Änderungen kommen, kann ich das jetzt natürlich noch nicht wissen. Bestenliste ist klar. Tutorial, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, dass ihr so ein bisschen die Grundzüge des Spiels kennenlernt. Spielbuch, also das Handbuch und eben Zusatzinhalt. Dadurch landet ihr dann im Store. Und das war im Grunde alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt noch einige Fragen offen sind. Könnt ihr gerne in den Kommentaren stellen oder das sowieso eine Empfehlung von mir. Guckt euch den Artikel nochmal an. Da steht noch ein bisschen mehr zum Spiel drin. Hiermit soll es das jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.